Tag zusammen. Kommt einfach mit mir ein Stückchen durch den Essener Stadtwald auf einen kleinen Spaziergang. Auch wenn es regnet, macht nichts. Ist trotzdem herrlich. Abgesehen davon sagt man ja, dass so ein Wald auch heilen kann, ne? Ja, mir gibt er definitiv immer viel Ruhe, viel Gelassenheit, viel Kraft und auch mal Zeit, seine Gedanken schweifen zu lassen. Irgendwie ist das ja auch schön, ne? Der Wald, der sieht an jeder Ecke, sieht ein kleines bisschen anders aus. Überall gibt es was zu entdecken. Mit jedem Meter, mit jeder Jahreszeit beinahe. Und vor allen Dingen auch mit dem unterschiedlichen Licht sieht es immer wieder faszinierend aus. Schon nach wenigen Metern merkt man, dass so ein Wald echt gut ist. Das ist jetzt relativ matschig hier, macht nichts. Hört sich aber auch irgendwie nett an, ne? Das leise Tröpfeln vom Regen auch noch dazu. Ja, der Wald, der macht doch Geräusche, wenn man jetzt mal von dem Fluglärm über mir absieht, ne? Aber wenn man mal leise ist und still ist, einfach mal so in den Wald hineinhört, dann hört man den einen oder anderen Bewohner. Selten kriegt man den ja zu Gesicht. Jetzt wird es auch schon langsam etwas dunkel. Wir haben schon bald kurz vor 16 Uhr. Kann man trotzdem noch eine kleine Runde drehen. Ja, und wer glaubt, pilgern könne man nur auf dem Jakobsweg, der hat sich geirrt. Wir haben im Bistum Essen tatsächlich einen Pilgerweg. Führt hier durch den Essener Stadtwald. Es dämmert schon, ne? Wirklich, wirklich faszinierend. Jeder umgestürzte Baum, jeder Farn hier. Herrlich, ne? Guck mal, welche wunderschöne Struktur. Einfach mal anhalten, mal genauer hingucken. Ja, und auch mal riechen. Da hinten auch die ganzen Moose am Baumstumpf. Das sieht schon herrlich aus. So, da haben wir sie wieder. Der Pilgerweg.
und die charakteristische Muschel. Ja, wisst ihr, was ich völlig faszinierend finde? Dass man zwischen einer Flanier- und Shoppingmeile und einer nicht weit entfernten Hauptverkehrsstraße hier einen Grünstreifen findet, ein Waldstück, den Essener Stadtwald, der einen auf wenige hundert Meter in eine völlig andere Welt eintauchen lässt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ja, ich finde das schon faszinierend. Ich meine, wir sind hier mitten in der Großstadt und haben hier ja so einen Grüngürtel, ja, der schöner eigentlich nicht sein kann. Immer wieder her. So, und wenn man jetzt nach vorne schaut, dann sieht man den Funkturm vom Fernmeldeamt, den Schornstein von der STEAG. Was sehen wir noch? Ja, hier vorne auf jeden Fall ein wunderschöner Kleingartenverein. Und wir kommen gleich zur Altenhofsiedlung. Immer schön auf dem Pilgerweg bleiben. Ja, das ist schon faszinierend, ne? Was so ein bisschen Wald innerhalb kürzester Zeit mit einem so anstellen kann, ne? Und dabei haben wir noch nicht mal richtig hingeguckt. Ja, die Hunde, die hier rumlaufen, die haben auch einen Mordspaß. Man muss schön aufpassen, dass man nicht umgerannt wird, ne? Die haben nämlich auch echt Freude. Und hier muss ich auch mal ein kleines bisschen gestehen, da habe ich höllen Respekt vor, wenn diese zwei rumlaufen. Ist mir ja nicht immer ganz wohl bei, ne? Man sieht die Herrchen nicht immer. Denn dabei hatte ich selber meinen Hund. Ja, sollen sie Spaß haben. So, jetzt geht es hier durch so eine kleine Senke und dann bin ich auch schon wieder am Ausgangspunkt. Ja, liebe Freunde, jetzt nochmal ein ernsthaftes und ernstes Wort am Schluss. Das war mir jetzt ein kleines bisschen zu viel Hund gerade. Da waren so 10, 15 einfach so durchs Unterholz rennend, wo ich die Halter nicht gesehen habe. Ah, das sind wieder so Punkte, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Schwierig. Also da kann ich mich nicht so gut entspannen, ehrlich gesagt. Zumal weiß ich ja immer nie, wie die Hunde so reagieren. Ja, eigentlich von alleine passiert da nichts, aber trotzdem habe ich da einen gehörigen Respekt. Trotzdem, ich behalte mir meine Entspanntheit und freue mich auf den nächsten Waldbesuch. Vielen Dank fürs Zuschauen, euch schöne Weihnachtsfeiertage und bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Schrömi von Porteinander.